So, ich bin bei mir im Büro und ich wollte euch mal zeigen, wohin in Anführungsstrichen eure Knete geht, die ihr uns bei Patreon oder über die Kanalmitgliedschaften zu bei Patreon oder über die Kanalmitgliedschaften zukommen lasst. Das ist natürlich nicht nur in Anführungsstrichen ein Benefit für die Videos an sich, sondern wir investieren das tatsächlich immer wieder in in Equipment, in alles Mögliche. Und im Moment haben wir ein etwas größeres Projekt am Laufen. Und zwar baue ich im Moment eine Studioecke hier im Büro. Also, dass wir wirklich, wo ich mich vernünftig hinsetzen kann, wo ich einen Kaffee trinken kann, wo wir die Kamera vernünftig aufbauen können. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Also, der Border Collie gehört nicht zur Studioecke. Aber das wird die Studioecke. Ja, also, das Babybett da kommt weg. Ne? Babybett kommt weg. Der Fernseher kommt auch noch weg, das Bild wird ersetzt, aber so ein paar Sachen haben wir schon geholt. Wie ihr zum Beispiel seht, hier sind so ein paar Tische und so eine richtig coole Lampe, da fehlen noch die Birnen drin, so eine Metalllampe. Und jetzt gerade packe ich die ersten Stühle und Hocker aus, da kommt noch ein Stuhl. Und dann werden wir die ganze Ecke hier fertig machen zur Studioecke. Und das wird dann später irgendwann der Ausblick sein. Und dann kann ich sitzen und reden und kann halt die Videos richtig gut machen. So dass wir dann einfach eine größere, ja, schönere Ecke haben, wo wir einfach qualitativ bessere Videos drehen können. Mit einem festen Aufbau, mit einem festen Licht. Licht haben wir auch bestellt. Das wird alles, muss alles noch eingebaut werden hier in die Wände und so. Also, ne, das wird eine richtig, richtig coole Studioecke hier. Jetzt wisst ihr mal, was wir veranstalten mit den Spenden, die ihr uns zukommen lasst. Vielen, vielen Dank, dass ihr das ermöglicht. Ja, wir machen da ein cooles Poster hin. Wo ist es denn? Gar nicht mehr da. Aber hier ist doch eine kleine Variante davon. Das kommt da hin. Da. In die Ecke. Und dann haben wir ganz viele Möbel. Und ja, wir basteln eine Studioecke. Also, damit ihr... Ne, also, Christine macht schon mal den wichtigen Teil. Nein, Christine macht das und ich mache den wichtigen Teil. Genau, also ihr seht, es passieren auch andere Sachen mit eurem Geld, nur dass ihr mal eine Idee habt, was wir da alles machen. Jetzt werden wir mal ein bisschen arbeiten. Beziehungsweise ich sage der Christine, dass sie arbeiten soll. Ich helfe mal besser. So, erster Zwischenschritt. Großteil der Tapete hängt. Ich fühle nicht deinen. Und die Christine muss, weil einmal wenn es um... Man sieht immer nur den Dirk-Film, die Christine arbeitet. Genau, nein, ich habe auch gearbeitet. Aber aus der Sonne. Immer wenn es um Genauigkeiten geht, sowas wie etwas langsam und in Ruhe gerade schneiden oder einen Faden durch ein Nadel überstechen, bin ich nicht der Richtige dafür. Ja, und unsere Hundis unterstützen uns auch tatkräftig, wie man sieht. Oh, mein T-Shirt ist voll kaputt. Guck dir das mal an, ey. Ich kann mit dem Finger da durch. Alter, ich werde Vater und bin pleite, ne? Ich habe nicht mal mehr T-Shirts. Boah, da ist voll das Loch drin. Fertig? Dann kleistern wir. Oh! Jetzt sind die Luftblasen drin. Guck mal. Ja, aber dann jetzt. Jetzt kleistern die Wand ein. Jawohl! Soldat. Also auf irgendeiner, der das Video sieht, ist Maler-Tapezierer. Der flippt jetzt völlig aus. Falsche Technik! Das hält niemals! Ganz auslicht in die Luft. Oh. Viel hilft viel. Ja, genau. Ich weiß, das ist mein Motto. Viel hilft viel, das ist super. Ich hab auch ein verzerrtes Motor. Nicht? Ich bin schon. Fertig? Ja. Diese Wesen. Dann. Ja, dann musst du das aber. Dann müssen wir hier nochmal Farbe. Das liegt daran, wir müssen das weiter bekommen. Nee, du machst da unten die Ecke und ziehst das noch hoch. Nee, nicht. Und ich halte das fest. Ja, aber das tut nichts. Doch, doch, du pinselst hier nochmal Kleister. Da ist drin. Es wird, ich weiß, was ich tue. Voll professionell. Nee, wenn das insgesamt schief ist, dann wird nichts. Nein, ja, muss klappen. Muss nur genug Kleister, dann klebt das auf. Vorsicht! Zerkratzt mit dem Ding sie. So, reicht. Ja, schön. Reicht, habe ich gesagt. Nur den Übergang, wie man die Leiste hat. So.
hältst du fest und gehst ganz langsam mit. Nein! Nein! Ach, das ist doch voll einfach. Po, ja. Po hier. Po hier. Ah, zum Glück ist der Po noch raus, ne? Also was wir jetzt nicht hier haben, ist irgendwas, um sich die Finger sauber zu machen. Ne? Hast du da noch ein Handtuch? Ja, natürlich, ja klar. Wenn man nicht direkt an die Wäsche stechen. Hier ist auch noch mal rein. Oh nee! Überhaupt nicht. Oh, was machst du? Da lässt man dich einmal. Oh fuck, ey! Länger hingucken macht es nicht besser eigentlich. Haben das eingesucht, ist auch nicht. So, und so sieht das Setup dann aus. Und hier gibt es demnächst Videos. Geh ruhig rein, ich mach nur. Die ist cool. Das könnte gut aussehen. Das macht es halt sehr grün, ne? Ist ja kein Pflanzenblock. Halt. Aber gut, wir machen da irgendwelche Deko. Wir haben noch keine Deko.